Hi Leute und willkommen zurück zu Mods Fangs Rising. Ich mache gerade noch das kleine Puzzle hier fertig. Der Raum ist ganz interessant, können wir mal sagen. Wenn man reingeht, verliert man seine Ausdauer und kann natürlich keine großen Gegenstände bewegen. Man muss es entweder von außen machen oder halt mit Skills arbeiten. Um auf diese Schalter da drauf zu kommen. Was ich so auch noch nicht gesehen habe. Das nicht weg. Die Perle ist da oben. Und wir müssen halt da durch, da rein, da hoch und die holen. Ansonsten die anderen habe ich schon. Deine habt ihr ja gesehen, die dachte da hinten einfach den Raum. Das andere habt ihr auch gesehen. Hier ist einfach nur so ein... Praktisch, du wartest immer nur ab, dass ein Fahrstuhl gerufen werden kann, fährst du hoch, andere Seite wieder runter, wieder hoch, wieder runter. Und irgendwann bist du mit der Perle raus. Oben ist einmal so ein Schalter. Den aktivieren, dann fliegen Feuerbälle los. Da ist nochmal ein Schalter und da hinten ist nochmal ein Schalter und dann wird da auf der Ecke auch nochmal eine Perle freigegeben. Das war jetzt nichts mega Schweres. Das hier ist jetzt gerade ein bisschen... Erstens, weil ich nichts sehe. Weil es leider Nacht geworden ist. So. Kurz mitnehmen, danke. Ich bin der Meinung, konnte man nicht auch irgendwie Zeit überspringen? Dieses Hexagramm zeigt die Erhabenheit und Hitze des Feuers. Gungungs Geschlecht kannte sich damit aus. Mit denen will man nicht auf Kriegsflamme stehen. In meinem Kopf klang der Spruch besser. Okay, ja, dann gehen wir zu Nya und kommen rüber zum Tempel. Oder zur Schmiede. Und dann ist, glaube ich, das nächste Gebiet das hier, ne? Jo. Wusstest du, dass ich das war? Also, das mit dem Berg. Natürlich. Wer sonst wäre dickköpfig genug, ausgerechnet die Himmelssäule zu zerschmettern? Fair enough. Wenn sie es wusste, dann ist es ja okay. Nein, ist nicht. Warum hat sie das nicht gleich gesagt? Ich weiß nicht, ob das ein Kompliment oder eine Beleidigung ist. Also, danke. Ich bringe das in Ordnung über. Ich weiß, Gungung. Was gönnen wir uns jetzt? Ich würde sagen, das ist Betäubung, ne? Machen die fliegenden Schwerte auch noch erhöhte Betäubungsleistung. So, Rüstung bzw. Helm eine Stufe. Jo.
Das werden wir beides auch wieder nicht brauchen. So, jetzt macht die Axt auch ein wenig Schaden. Ja. Weil ich sie wahrscheinlich nicht benutzen werde, weil Schwert ist halt in dem Game einfach OP. So. Wir haben die Essenzen von Himmel und Erde. Es kann losgehen. Ja, das wird so cool. Bereit? Ich bin der Gott der Bereitheit. Wird die ganze Zeit nicht als Gott geleuchtet und jetzt leuchtet er so komisch? Gleichgewicht. Himmel und Erde vereint. Der Fünf-Farben-Stein. Jetzt oder nie, Nuwa. Ku, sieh dich doch mal um. Was siehst du hier? Deine Heimat, Göttin. Unsere Heimat. Warum fragst du? All mein Wissen ist in diese Schmiede eingeflossen. Wenn meine Arbeit getan ist, werden die Menschen dieser Welt Führung brauchen. Und damit betraue ich dich. Ich weiß, dass du sie mit deiner Güte und deinem Lebensmut inspirieren wirst. Göttin? Selbstmordmission. Warum erzählst du mir das jetzt und... Göttin! Nein! Tu das nicht! Es ist der einzige Weg, Ku. Nein! Bitte! Ku, leb wohl. Komm, Gung Gung. Ach, Kleiner. Wisch deine Tränen weg. Das Beste kommt erst noch. Schluss mit den Rätseln! Sag mir, wer du bist! In einem anderen Leben war ich als Tauwu bekannt. Ich gehörte zu den Narren des Himmels, gefangen in einem ewigen Netz aus Kurzsichtigkeit und Belanglosigkeit. Die Himmelsnarbe hat derlei Makel nicht. Ich diene ihrer gerechten Vision. Sie will unser Universum ausbessern, doch ihr Hunger ist unersättlich. Sie verlangte Götter, und ich gab ihr, was sie wollte, bis auf zwei. Ich weiß nicht, wovon du redest. Nuwa und Gung Gung, mein Einfluss hier ist begrenzt. Aber du, Kleiner, hast dich wundervoll geschlagen. Du gabst den Göttern nicht nur, was sie wollten, du gabst ihnen Hoffnung. Du hast mich zurückgeholt? Warum?
weil ich dich mag, Kuh. Du bist kein Mitläufer. Du bist zäh. Jemand, der die Makel der Götter erkennen und sie auf den richtigen Weg bringen kann. Sie haben den Fünf-Farben-Stein, du Trottel. Das Gleichgewicht ist wiederhergestellt. Wiederhergestellt? Du glaubst, der bunte Briefbeschwerer wäre der Schlüssel? Nüwa behandelt dich immer noch wie ein Kind, nach allem, was du getan hast. Der Himmel da oben, die Erde darunter. Und das Leben blüht. Göttin Nüwa. Nein. Ihr gewinnt nicht. Das lasse ich nicht zu. Bewahr dir diesen Kampfgeist, Kleiner. Du wirst ihn brauchen. Ich kenne diesen Namen, den er Taubu, aber ich kenne ihn nur aus einem anderen Spiel und nicht von irgendwelchen. Ich sag mal chinesisch. Die Barriere scheint etwas schwächer als zuvor. Davon lasse ich mich nicht einsperren. Also ich kenne den Namen nicht von irgendwelchen Göttergeschichten. Okay, ja. Direkt zu ihm hin, ne? Ja. Heißt. Moment. Da wird nochmal gesnackt. No. Ich nehme an, das wird jetzt wie im Main Game sein, wo man auf den Berggipfel raufen musste. Das heißt, Pech haben, kommen unterwegs noch so zwei, drei Prüfungsdinger, die wir erst ablaufen müssen oder so. Kann sein, also, dass wir das heute jetzt noch nicht fertig bekommen. Guck mal, zum Glück haben wir das übersprungen, was hier. Wir hätten alles wieder rund umstellen müssen und da irgendwie diesen ollen Feuerkohleball reinzuschmeißen. Das geht, dass man Zeit vergehen lassen kann. Was war geblockt? Früher zog hier die Schar der Himmelsbesucher entlang. Heute sind hier nur noch Monster. Also,
alle zusammen. Stirbst du davon? Nicht resetten, ich bin gleich wieder da. Bleib hier. Nein, alles rumrätseln könnt ihr vergessen. So, dann gucken wir mal. Da wäre noch was, da wäre noch. Ja, da auch. Sind da wieder nur Dreckskins drin oder sind da Waffen drin, die auch Effekte haben? Ich meine, so zum Schluss, zum Ende des Spiels, wäre das ja eigentlich ganz angebracht, dass da was Gutes ist. Aber ich habe jetzt halt schon wieder 5 oder 6 Skins einfach nur, anstatt wirklich was Gutes zu bekommen. Ich weiß nicht, ob ich es probieren soll. Ja komm, wir machen die Truhe vorher. Einfach nur so auf Verdacht, dass vielleicht zum Ende des Spiels auch nochmal brauchbare andere Waffen und Rüstung aus Truhen rauskommen. So, enttäusche mich jetzt nicht, Spiel. Neue Waffe, perfekt. Und du hast 50% Schaden nach perfekt. Auch 300% Schaden mit Schleichangriff. What? Ich meine, ich mag das halt. Okay, erste Truhe hat uns nicht. Hi Leute und willkommen zurück zu Immortals Phoenix Rising.
Ja, ich dachte, wir gehen mal auf den Berg und helfen den beiden Göttern, das Chaos zu beseitigen. Aber es steht mir irgendwie ein großes Viech im Weg. Und da das Bild da hinten rot ist, nehme ich mal an, ich muss das Viech besiegen, damit ich da reingehen kann. Deshalb checken wir das mal. Guten Tag. Okay. Es gab noch ein Skin geschenkt. Nice. Das Portal zur Narbe. Göttin Nyua! Ich bin hier! Kuh, wie hast du? Keine Zeit für Erklärungen! Der Fünf-Farbenstein! Ist er? Hallo, Kleiner. Ist sie nicht schön? Die Himmelsnarbe. Dein nutzloser Stein ist bei mir in guten Händen. Jetzt steht der glorreichen Rückkehr zum Chaos nichts mehr im Wege. Los, schnapp ihn dir! Jetzt! Kuh, hab keine Angst. Wie gesagt, ich lasse dich nicht gewinnen. Nur zu, Kleiner. Lass mich kurz vor dem Ende den Geschmack des letzten Menschen genießen.
Das war knapp. Du hast nicht enttäuscht, Kleiner. Aber deine Mühen sind dennoch vergebens. Was hast du dir dabei gedacht, hierher zu kommen? Weißt du nicht, wie gefährlich es hier ist? Na, was hast du zu deiner Verteidigung zu sagen? Du hattest gar nicht vor, zurückzukommen, oder? Die Narbe ist eine Öffnung zur ursprünglichen Form des Universums. Pures Chaos. Einmal geöffnet, kann sie nie wieder völlig verschlossen werden. Taubo hatte recht. Der Fünf-Farben-Stein allein genügt nicht. Himmel, Erde und Leben. Leben in all seinen Formen bringt letztendlich eine Bestimmung mit sich. Meine Bestimmung ist es, den Schaden der Narbe zu heilen und dafür zu sorgen, dass sie uns nie wieder Leid zufügt. Du opferst dich. Tut mir leid, Kleiner. Eine solche Verpflichtung erfordert schon mal eine Ewigkeit. Oder zwei. Gung Gung. Ku. Ich habe das Leben in diese Welt gebracht. Und ich werde sein Fortbestehen sichern. Wir haben alle eine Rolle. Eine Bestimmung. Deine ist es, weiterzuleben. Ku, ich wollte dich verstecken, dich bewahren, während ich selbst die Menschen schütze. Doch du warst es. Du bist so stark wie ein Gott. Und wenn du und Gung Gung das Land beschützen, kann ich beruhigt die Narbe bewachen. Nua. Ich weiß, du bist nicht einverstanden. Damit und mit vielen anderen Dingen. Doch vielleicht verstehst du eines Tages. Ich... Göttin, ich wollte dich nicht aufhalten. Ich wollte mich verabschieden. Ich sagte, ich werde dich nicht enttäuschen. Ich tue mein Bestes. Versprochen.
Werden wir uns wiedersehen? Aber sicher. Dann bis bald, Nüwa. Bis bald, Großer. Leb wohl, mein Kind. Chaos zum Gleichgewicht, so wie es immer war. Ein neues Zeitalter voller Möglichkeiten. Eine Chance, die Dinge zu ordnen. Wir erinnern uns an unsere Geschichten, denken an unsere Verluste und leben weiter. Für uns, für die, die uns wichtig sind, leben wir weiter. Selbst nur zu vorspulen, dann dauert es noch ewig. Herzlichen Glückwunsch. Jo, damit sind wir dann wohl fertig. Oh, okay. Die Skins sind jetzt auch im Main Game drin. Nicht schlecht. Okay, und damit war es das. Zweite DLC. Wir sind durch.